Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch nochmal einen Geheimtipp, den viele unserer Kunden schon anwenden. Ihr wisst ja, dass ihr die Zahnputzflocken gerade gegen Zahnstein am besten mit Kokosöl, Bio-Kokosöl verwenden sollt, weil Bio-Kokosöl hat ja natürliche Laurinsäure und unterstützt nochmal die antibakterielle Wirkung. Und ihr könnt das jetzt eins zu eins mit unseren Zahnputzflocken mischen und daraus eine natürliche Zahnpasta herstellen. Und das ist nämlich ganz besonders, weil Zahnpasta besteht nur aus vielen Chemikalien, der Hund kann es ja nicht ausspucken. Deswegen zeige ich euch hier die natürlichste und auch effektivste Variante. Denn Zahnpasta ist nämlich auch nicht antibakteriell. So, und ihr mischt einfach wieder unsere Zahnputzflocken mit ein bisschen Kokosöl zusammen. Könnt euch das auch vorlegen in einem Becherglas, wenn ihr das erhitzt, das Kokosöl, da lässt sich das besonders gut untermischen. Und jetzt nehmt ihr zum Beispiel einen Fingerling oder eine Ultraschallzahnbürste, gebt das dann hier drauf und dann könnt ihr jetzt nämlich die Zähne eures Hundes einreiben. Das ist auch nochmal besonders gut, wenn der Zahnstein besonders hartnäckig ist an den hinteren Stellen. Und wie ihr das genau macht, seht ihr jetzt gleich in unserem Video. Fingerlinge bekommt ihr eigentlich überall im Internet, aber auch bei eurem Fachhandel oder bei euren Tierärzten. Wir empfehlen euch, dass ihr wirklich die aber gut reinigt, weil sich da ja auch viele Bakterien festsetzen können und das wirklich nochmal eine Bakterienschleuder ist. Deswegen wirklich mit heißem Wasser gut abspülen. Und es gibt aber alternativ auch noch Einwegvarianten, aber ihr findet bestimmt das Richtige für euch. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, schreibt uns einfach auf Facebook. Vielen Dank. Tschüss.